Ganz ehrlich, manchmal frage ich mich, wie ich das in meinem früheren Leben hinbekommen habe, morgens um 7 Uhr am Arbeitsplatz zu hocken, pünktlich und 8 Stunden da zu verbringen, nach gefühlten 5 Stunden auf die Uhr zu gucken und zu sehen, sind erst 10 Minuten vorbei. Ich bin auf diesen Gedanken gerade gekommen, deshalb teile ich es auch mit dir, um dich da mal ein bisschen mit zurückzunehmen in mein früheres Leben, was mein Motor war, da wirklich auch in einem anderen Leben anzukommen. Weil unsere Tochter und ich, wir haben jeden Tag so ein 5-Minuten-Meeting, wo wir so unsere Gedanken austauschen, zum Leben, zum Unternehmen, zur Zukunft. Also Dinge, die einfach so tagsüber anstehen. Und einmal die Woche treffen wir uns ja auch als Family komplett, wo wir unsere Erfolge auch als Familie feiern und da weitere Pläne schmieden. Und gestern war es genau, da hat sich es irgendwie so ergeben, dass ich schon um 10 Uhr einen Termin hatte. Normalerweise mache ich vor 11 Uhr morgens keine Termine. Das heißt, wenn ich auf Zypern bin, dann ist es hier ja schon 12 Uhr. Ich habe den ganzen Vormittag für mich zur Verfügung. Morgens an den Strand hüpfen, joggen, bisschen Gymnastik machen, bisschen Sport machen, aufs glitzernde Meer schauen, tagträumen, mich auf den Tag einstimmen und danach lecker. Lecker in aller Ruhe brunchen und frühstücken und so weiter. Und wie gesagt, 11 Uhr, erster Termin. Und gestern hat sich einfach so ergeben, dass ich schon um 10 den ersten Termin hatte. Das heißt, Madeleine und ich, wir haben uns um 9:30 Uhr schon getroffen. Und bei ihr war dann auch schon so ein bisschen, ah, jetzt wird's time, ja, bei mir genauso. Und da haben wir beide gesagt, mein Gott, wie ging das früher? Ich meine, sie kennt das ja eh nicht. Sie hat ja nach dem Abi sich gleich auch dazu entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen und sich selbstständig zu machen. Dass nachher dann auch ein Familienunternehmen daraus entstanden ist, das war alles so nicht geplant. Das hat sich alles so ergeben. Freut mein Mamaherz natürlich. Aber ich habe nochmal so an mein früheres Leben zurückgedacht, als die Kinder noch klein waren. Die sind um 6:30 aus dem Haus. Das heißt, ich hatte morgens mir immer Zeit genommen, die Kinder früh zu wecken, damit da einfach Ruhe ist, damit kein schnell, 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 Hetz, Hetz, Hetz in den Tag ist, sondern dass eine gemütliche Atmosphäre herrscht. Ich habe damals immer schon auch morgens Räucherstäbchen angemacht, eine Musik im Hintergrund laufen lassen. An Weihnachten war es natürlich so weihnachtliche Musik, ansonsten das Jahr über. Mal solche Dinge wie die Schumann-Frequenz oder sowas, ja, oder Mantren einfach. Habe die Kinder also um 5:30 geweckt, eine Stunde vorher, bevor die aus dem Haus sind. So, das hieß aber für mich, damit ich meinen Kopf auch auf Spur hatte und an den Tag starten konnte und mich mental ausrichten konnte auf das Leben, auf das freie Leben, von dem ich damals geträumt habe, hieß für mich, 4:15 Uhr ging der Wecker. Viertelstunde mal noch so ein bisschen im Bett richtig wach werden, wie das einfach um die Uhrzeit möglich ist. 4:30 aufstehen, dann hatte ich eine Stunde Zeit für mich, um dann eben, damals war es ja nicht Sonne, Strand und Meer, sondern um den Block laufen, ein bisschen Sport also machen. Wenn das Wetter in Deutschland es nicht zugelassen hat, dann war ich gern auf dem Trampolin, habe den Trampolin gesprungen, um einfach da mich aufzulockern und. Und dann um 6:30, als die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich mich ja dann auch ins Auto gehockt, auf die Autobahn, stop and go, je nachdem, wie viel Betrieb einfach auf der Autobahn war, erstmal auch im Stau gestanden. Und rückblickend, ich weiß im Nachhinein nicht mehr wirklich, wie ich damals das alles so jahrelang hingekriegt habe. Letzten Endes war es aber so, meine Motivation, wirklich mal in so einem freien Leben anzukommen, wie wir es heute haben, wo morgens kein Wecker mehr geht, wo ich von der Sonne wach geküsst werde und oder von meinem Schatz und so frei den Vormittag gestalten kann. Dafür war dieser Zwischenschritt damals einfach notwendig. Das war mein Motor, diesen großen Traum zu haben von dem freien Leben, auch die Liebsten mit im Boot zu haben. Und das hieß einfach für mich dann mal diese Durststrecke, so würde ich es jetzt bezeichnen, zu überwinden oder mal durchzustehen, wobei es aus damaliger Sicht für mich kein Durchstehen war oder ich habe auch morgens nicht gedacht, um Gottes Willen, 4:15 schon wieder geht der Wecker. Aber ich wusste ja, warum der Wecker ging, weil das einfach so der Zwischenschritt war,
um in diesem freien Leben anzukommen. So, warum teile ich das mit dir? Wenn du auch von einem freien Leben träumst, wirklich frei über deine Zeit, über deine Geldeingänge, über dein Leben überhaupt bestimmen zu können, in diese Situation mal kommen möchtest, und dann gehst du von da los, wo du gerade bist. Und wenn dein Zeitrahmen es tagsüber nicht zulässt, weil du einen ähnlichen Programmablauf hast, jetzt aktuell, wie ich das damals hatte, dann geht das im Grunde genommen einfach nur damit, dass du sagst, okay, wie ist es für mich möglich, und dann eben entsprechend morgens möglicherweise noch früher aufstehst, um dann entsprechend auch den Kopf mental jeden Tag auszurichten. Scheuklappen an, so nach dem Motto, und durch geht's in die Richtung. Und dann wirst du früher oder später in diesem Leben auch ankommen. Ja, wir können uns, ich hätte mir damals auch können, die Geschichte erzählen, geht jetzt nicht, weil ich kann doch nicht noch früher aufstehen, ne? Und. Aber ich wollte da raus, und das ist letzten Endes der Weg. Und das ist natürlich ein Stück weit unbequem dann in diesem Moment. Aber das ist der Weg, um die Komfortzone zu verlassen, beziehungsweise in einem anderen Leben anzukommen, dürfen wir einfach die Komfortzone verlassen. Und geht nicht anders. Und das ist immer ein Stück weit unbequem erst. Aber dann geht's ganz rasch, und dann ist man viel schneller in dem Leben, wo man eigentlich hin möchte, mit all seinen Liebsten. Und dann ist das neue Normal. Ja, also schau mal, wo es bei dir ein Zeitfenster gibt, wo du dir wirklich jetzt ab heute stabil Zeit nimmst für dein Traumleben, um das dann jeden Tag entsprechend auch in die Richtung, den nächsten Schritt zu gehen. Mit Freude, mit Spaß und mit Leichtigkeit.